Krawatte wieder schief. So, ordentlich. So. Aber mal ehrlich, Kleider machen Leute, gilt das auch in der Politik? Fragen wir mal jemanden, der dazu, glaube ich, auch eine ganz gute Meinung hat. Wer jetzt aber glaubt, es wäre eine Frau, der denkt in klassischen Geschlechterstereotypen. Ja, und neben mir steht jetzt wirklich keine Frau, sondern erkennbar ein Mann, Helge Lind, Sozialdemokrat aus Wuppertal. Wuppertal. Oben oder unten wohnt? Was heißt denn oben oder unten? Ja, bei Wuppertal immer. Wohnst du unten im Tal oder oben auf dem? Zwischenlage, Ja. aber fast Tal. Okay. Du bist einerseits als durchaus pointierter Redner bekannt, aber andererseits bist du auch jemand, der noch mehr als ich, ich sag mal, die pointierte Kleidung liebt. Ich sag das jetzt mal so, wie ich das sehe. Das ist aber ein Markenzeichen von dir. Ja, aber ich werde lieber als pointierter Redner berühmt als als Modestar und Fashionista. Und durchaus wollen wir mal streichen. Ja, Ja. durchaus klingt so Okay, also du bist. begrenzt. Okay. Ja. Aber fangen wir trotzdem. Man kann ja auch, es wäre ja auch gut, wenn es beides ist. Ja, beides Guter ist auch Redner nichts und gegen. dann noch. Ja, ist Aber optimal. dennoch, es ist ja so, es fällt auf. Gut, ich könnte jetzt kritisieren, dass du keine Krawatte an hast, weil ich Krefelder bin und wir ja immer Krawatten tragen. Aber du hast ein Einstecktuch an, wo man sagen würde, ein Sozialdemokrat, Ja. Weste-Einstecktuch. Manchmal, meistens habe ich auch Krawatte. Ja. Aber passt ja nicht zu dem Hemd Nee, heute. würde ich auch sagen, okay. Ja. Aber jetzt mal. Warum machst du das? Hast du dann, ist dahinter ein Plan oder bist du das oder was ist der Grund? Ja, ich habe 15 Studien machen lassen und Mhm. so maximiere ich den Wahlerfolg. Okay. Nein, also jetzt ernsthaft, das ist es nicht. Nee, ich mag gern Kleidung und ich habe auch so Phasen. Also im Wahlkampf damals, 2017, hatte ich so meine blaue Phase und da habe ich immer unterschiedliche blaue Anzüge. Da war ich aber auch noch austrainierter, muss man sagen. Die passen jetzt leider nicht mehr, weil die Berliner Verfettung dazu gekommen ist Ja, mit durch den viel großen Buffets Gefahren. und viel Essen ja immer. Auf jeden Fall diese schönen, schlanken, schicken Anzüge habe ich dann immer mit weißen Sneakers getragen. Also so phasenweise. Und jetzt bin ich in meiner floralen Phase. Also es ist immer so periodisch, würde Wo ich es du eben auch, wo du bezeichnen. eben auch dann Lust hast. Wenn ich das jetzt sehe, Weste, Einstecktuch und so weiter. Ja. Das Vorurteil ist ja klar, hier ist der liberale Spießer mit der Krawatte, da ist der Sozialdemokrat, der hypermodern ist. Kriegst du dann nicht Ärger, dass du mit Weste rumläufst oder so ein Schnösel-Einstecktuch hast? Nein, aber es gibt sicher Leute, also es gibt natürlich ja Leute in der Fraktion, die das vielleicht mir nicht ins Gesicht sagen oder auch in der Partei, die sich daran stoßen. Das ist mir aber ehrlich gesagt komplett egal. Also das ist jetzt, das wäre ja Sozialdemokratie, die engstirnig ist und dafür stehe ich nicht. Und ich hätte fast gesagt, illiberal, ne? Ja, und ich bin ja auch liberal. Also für mich ist Freiheit der wichtigste Wert und Gerechtigkeit und Gleichheit und Brüderlichkeit dienen ihr. Insofern sind Oh, wir gar nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg. Und es das heißt im Godesberger Programm, Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Und das halte ich auch so. Und also da bin ich ganz auf der Seite. Also ich halte nichts davon, dass man irgendwie bestimmtes Auto nur fahren darf, wenn man Sozialdemokrat ist, oder bestimmte Sachen tragen darf. Oder gab es ja Aufregung auch bei Schröder, wenn er irgendwie Maßanzüge, das finde ich sehr kleinkariert, ehrlich gesagt. Für die Frage der Wirkung nach außen. Das hast du doch bestimmt auch erlebt. Ich habe dich gesehen im Fernsehen, du hattest da die tolle Krawatte, das Hemd, den Bip-Bip-Bip an. Und wenn du dann fragst, was habe ich denn gesagt, kommt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, erlebt man auch schon, aber auch manchmal so negativ. Ja. Wie kannst du sowas tragen? Oder war aber zu eng der Anzug, oder wie kannst du so eine Krawatte und Ja. die Schuhe, oder ich habe ja manchmal bunte Sohlen, Ja. heute habe ich mich zurückgehalten. Danke. Ja, extra. Ja, man darf Liberale nicht überfordern. Die sind ja eher doch in Kleidung strukturkonservativ, aber nicht humorbefreit, das muss ich euch lassen. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das ist menschlich, das findet man ja auch bei Veranstaltungen im Wahlkreis. Die Leute immer auf Äußerlichkeiten achten, man denkt, man hat gerade die Welt erklärt und gerettet und dann geht's um Banalitäten, das ist So nicht ist das schlimm. Leben, ja. Und es gehört auch dazu. Das macht es auch irgendwie menschlich. Und ich finde es auch normal, dass Leute darauf achten. Wir sind ja auch so. Wir achten ja auch auf Ja, Äußerliches. natürlich. Zumal wir optische Wesen sind und Ja. ja uns optische Dinge schneller merken können als Haushaltszahlen, Ja, wie und ich ich finde immer es auch mehr immer feststelle. verdächtig. Also, wenn Leute dann. Ich habe an meinem Examensarbeit geschrieben mit dem Titel Das Lob der Oberfläche. Achtung, kein Jurist. Und selbst geschrieben. Aber der überhaupt nicht Germanist. Aber Leute, die dann immer nur mit tiefer heideggischer Innerlichkeit kommen, finde ich schon verdächtig. Ja, kann ich bestätigen, Deswegen. auch wenn ich Heideggers Hütte im Schwarzwald sehr schön finde. Ja. Aber Celan hat dann ja traurige Worte reingeschrieben und Heidegger ist also Schillerndes. Ich habe mich mal intensiver mit ihm befasst. Ja, eine sehr schöne Person. Das Ja. ist natürlich, wenn du in Freiburg stehst. Das Interessante ist ja, jetzt unterhalten wir zwei Männer uns über Äußerlichkeiten und Kleidung.
Sind wir als Gesellschaft schon so weit, dass das keine geschlechterspezifische Kiste mehr ist? Oder ist es immer noch so, dass du das Gefühl hast, man achtet doch bei den Kolleginnen mehr drauf als bei uns? Ist da noch was? Also eindeutig gibt es da noch diese Zuschreibungen. Vielleicht sogar in manchen Parteien mehr als in anderen, weiß ich nicht so. Mhm. Vielleicht sind die großen Volksparteien noch strukturkonservativer. In Elementen glaube ich schon und an der Basis teilweise auch. Und das hat dann natürlich auch manchmal sexistische Bezüge, eindeutig. Ja. Also wenn dann bei Wahlen, und das passiert immer wieder, oder bei Auftritten bei einer Frau dann die Kleidung bewertet wird und beim Mann, der sonst wie rumläuft und bei dem wirklich Grund gäbe zur Kritik, man nicht darauf achtet, das ist dann ungerecht. Und umgekehrt sehe ich aber auch Veränderungen. Also ich habe viel mit Schulklassen zu tun. Ich bin in einer Stadt, sagen wir mal, die stark durch Zuwanderung geprägt ist, und gerade in der Community, das ist auch immer schräg, aber die im weitesten Sinne durch Migration geprägt ist, ist das auch, funktionieren die Klischees nicht mehr und sind auch junge Männer absolut auf Kleidung ausgerichtet und auch selbstbewusst, und ist das jetzt auch nicht unmännlich, gerne was Schickes tragen zu wollen. Und das finde ich auch gut und gesund und völlig in Ordnung. Solange für beide Geschlechter die gleichen Regeln gelten. Die gleichen Regeln, also sozusagen gleiches Recht auf Mode, würde ich das formulieren. Okay, super. Ich danke dir. Sehr gerne. War mir eine Freude. Otto, zieh deine Socken hoch. Das krummelt da irgendwie. Henrietta, ein Mann, der zum Anzug Socken anzieht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das sind natürlich ordentliche Kniestrümpfe.